Nachdem wir im ersten Video das Object-Container-System, das Object-Container-Streaming kennengelernt haben, geht unsere Reise heute weiter in die Entwicklung des Persistent Entity Streaming. Das ist ja der ganz große technische Wurf, den wir jetzt mit Alpha 3.18 erwarten, der seit vielen, vielen Wochen im Test-Universe, im PTU getestet wird, ausprobiert wird. Fehler werden bereinigt und das Ganze auf eine vorerst funktionierende Version gebracht. Doch auch hier stellt sich natürlich die Frage, nachdem wir nun kennengelernt haben, dass Object-Container-Streaming nicht nur ein einfacher Begriff, sondern ein hochkomplexes System ist. Was ist eigentlich Persistent Entity Streaming? Was macht es so kompliziert? Was steckt dahinter? Welche Bausteine verstecken sich hier unter diesem vermeintlich einfachen Begriff? Und das betrachten wir heute gemeinsam im Rahmen dieses zweiten Teils meiner dreiteiligen Tech-Videoreihe. Viel Spaß! Nachdem die Technologie Object Container Streaming sowohl für Client- als auch Serverseite endlich realisiert war, neben natürlich vielen anderen technischen Entwicklungen, ging es an einen weiteren Meilenstein, der Cloud Imperium massive Kopfschmerzen bereiten sollte: das Streamen von persistenten Entitäten, oder? Persistent Entity Streaming. Zuallererst, was ist das eigentlich? Persistenz. Den Ursprung hat das Wort, wie sollte es anders sein, im Lateinischen. Und zwar heißt es persistere, was verharren bedeutet. In der Chemie bezeichnet es so die Beständigkeit von Verbindungen, in der Makroökonomie auf dem Verharren von Größen auf demselben Niveau oder in der Medizin das Überdauern von Krankheitserregern. In der Informatik hingegen bezieht es sich auf Objekt- und Prozesseigenschaften, die auch dann noch bestehen, wenn der Prozess, der sie erzeugt hat, beendet oder der Rechner, auf dem sie ausgeführt werden, ausgeschaltet wird. Wenn ein Objekt oder ein Zustand erstellt wird und persistent sein muss, wird er an einem nicht flüchtigen Speicherort, zum Beispiel auf einer Festplatte, gespeichert und dementsprechend nicht im flüchtigen Arbeitsspeicher, dem RAM. Wenn zum Beispiel der Explorer des Windows-Betriebssystems ausfällt oder beendet wird, startet er einfach neu. Ein persistenter Zustand bedeutet, dass der Zustand beibehalten wird, auch nachdem der Prozess beendet wurde. In diesem Fall wird der Status vor dem Herunterfahren des Geräts im permanenten Speicher gespeichert und beim Einschalten des Geräts neu geladen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich das Gerät, der Arbeitsbereich oder die Daten nach dem Einschalten des Geräts im gleichen Zustand befinden. Aber was bedeutet das Vorhaben einer Persistenz für das Gameplay eines Massive Multiplayer Online Role-Playing Games wie Star Citizen? Richtig, der inzwischen wohl berühmteste Kaffeebecher der Gaming-Szene, den Chris Roberts schon so häufig herangezogen hat und damit die Umwelt auf Microtech vermüllen möchte, um ihn angeblich später wieder einzusammeln. Aber nicht nur das. Mit allen Gegenständen, die physisch in der Spielwelt vorhanden und gespeichert sind, mit physischem Schaden und Verfall, mit Tausenden von NPCs, die ihrem Leben nachgehen, mit Tausenden von dynamischen Missionen und Ereignissen, die von der KI und den Spielern generiert werden, mit einer vollständig simulierten Wirtschaft soll und muss die gesamte Spielwelt gespeichert werden und dann von den Spielservern in Echtzeit abgerufen werden. Das erfordert eine Architektur, die in der Lage ist, riesige Datenmengen zu verarbeiten und das vor allem auch schnell. Und hier ist das Schlüsselwort des Persistent Entity Streamings: schnell. Denn warum macht man nicht per se alles persistent? Das wäre doch viel besser. Eben weil flüchtiger Speicher, ergo Cache oder RAM, so viele Größenordnungen schneller ist als persistenter Speicher. Und hier liegt die Gratwanderung bei der Entwicklung dieses Konzepts einer persistenten Speicherarchitektur. Die Ziele des Persistent Entity Streaming lauten also:
Eine beständige Welt zu haben, in der als persistent gefleckte Objekte und ihre Zustände in Datenbanken gespeichert und von den Spielservern und verschiedenen Diensten, die diese Daten benötigen, geladen, gestreamt werden. Und dass alle Gegenstände überall in einer Spielwelt platziert werden können und über einen längeren Zeitraum erhalten bleiben. Und dass trotzdem kein Flaschenhals entsteht, der die Performance von Client und Server über alle Maßen beeinträchtigt. Chris Roberts erwähnte in seinem Letter from the Chairman, den wir ausschnittsweise im ersten Teil dieser Videoreihe kennengelernt haben, dass Cloud Imperium den Zustand von der Simulation trennen möchte. Das bedeutet, dass nicht nur die Objekte, sondern auch ihre Zustände aus der Spielsimulation von den Servern ausgelagert werden, um die Spielperformance aufrechtzuerhalten. Ihr ahnt schon, auch das wird kein ganz trivialer Ritt. Schauen wir uns an, was mit der Realisierung von Persistent Entity Streaming für einzelne Bausteine notwendig sind. Wir beginnen mit den Teilen, die bereits laut CIG umgesetzt sind. Da wäre zum einen Stow-Unstow, also das Speichern und Laden von Daten. Das spielt hier vorerst eine zentrale Rolle. In Zukunft kann sich das gegebenenfalls ändern, da immer mehr Daten als physikalische Items in der Welt persistiert werden. Entitäten, die physisch in der Spielwelt existieren, müssen in Inventare gelegt, verstaut und später wieder entnommen, entstaut oder entladen werden können. Und zwar serverübergreifend. Sowohl diese Gegenstände, Entitäten, als auch die Inventare, in die sie gelegt wurden, müssen also persistiert werden. Um das zu erreichen, werden die physischen Objekte in der Spielwelt nun in der Entity Graph Datenbank gespeichert. Dazu gleich noch mehr. Die nicht gespawnten Objekte in den Inventaren jedoch nicht, zum Beispiel Equipment im Inventar oder Schiffe am Aesop Terminal, denn die befinden sich in der globalen Datenbank, nicht im Entity Graph des Shards. Apropos, was ein Shard ist, dazu kommen wir später auch noch im Rahmen dieses Videos. Das Problem beim Ansatz mit der Entity Graph Datenbank: Jede Spielwelt, jeder Shard, hat ihren eigenen Zustand. Ein Objekt oder eine Entität, die in einer Spielwelt existiert, existiert nicht an derselben Stelle in einer anderen Spielwelt. Der Zustand einer Spielwelt wird in seiner eigenen Entity Graph Datenbank gespeichert. Somit kann eine Spielwelt immer nur auf seine eigenen Entity Graph Daten zugreifen, nicht aber auf die Entity Graph Daten einer anderen Spielwelt. Aus diesem Grund muss eine Kommunikation zwischen dem Entity Graph der einen Spielwelt und dem Entity Graph der anderen Spielwelt hergestellt werden und der dahinterliegenden globalen Datenbank. Und dieser Kommunikationsvorgang zwischen Entity Graph und globaler Datenbank, der nennt sich Stow-Unstow-Anforderung. Wo wir gerade von Inventar sprechen. Mit Alpha 3.15 kam das physische Inventar ins Spiel. Das bedeutet, dass Entitäten in unseren Inventaren nicht nur ein Listenplatz sind, sondern dass die Gegenstände, die Entitäten, tatsächlich Platz einnehmen, der dann auch noch begrenzt ist hinsichtlich Raum und Gewicht. Und das nicht nur in unserem Inventar, sondern auch in der Spielwelt. Gegenstände sollten überall physisch vorhanden sein, wenn man sie öffnet. Also Rucksäcke und Frachtkisten. Das schließt auch Dinge ein wie die Kleidung unserer Charaktere, was mit der Implementierung der Cloth Simulation, der Kleidersimulation, realisiert wurde. Komponenten und Waffen. Das physische Inventar erlaubt es nun auch, Gegenstände mit anderen zu kombinieren. Bestes Beispiel sind da sicherlich die Waffenaufsätze. Und die für das System notwendigen Hierarchien wurden damit ebenfalls ermöglicht. Zum Beispiel das Geschoss, das im Magazin steckt, das in der Waffe steckt, die im Rucksack verstaut ist, der vom Spieler-Avatar getragen wird. Aber Inventar ist nicht gleich Inventar. Aktuell unterscheiden wir das persönliche Inventar, also das, was jeder von uns bei sich trägt, das externe Inventar, Frachtkisten, und das lokale Inventar, was heute zum Beispiel unser Raumschiff ist oder eine Landezone. Das lokale Inventar ist eine Zwischenversion auf dem Weg zum vollständig physisierten Star Citizen Universe, zu vollständig physisierten Gegenständen und Inventaren. Gegenstände werden anfangs auf Schiffen in dessen lokalen Inventar gespeichert.
und diese lokalen Inventare sind über die Benutzeroberfläche zugänglich. Im Laufe der Zeit werden mehr und mehr Gegenstände als echte Objekte, die Platz in der Spielwelt beanspruchen, physisch vorhanden sein und die lokalen Inventare werden aus dem System verschwinden. Gleichzeitig werden weitere physische Inventare eingeführt, die es den Spielern und NPCs ermöglichen, diese physischen Gegenstände direkt in physischen Inventaren zu lagern. Aber kommen wir zu den Schwergewichten, den richtig dicken Technikbrocken, die für das Persistent Entity Streaming notwendig sind. Entity Graph, die globale Datenbank und der Replication Layer. Um eine durchgängige, konsistente und vor allem persistente Spielwelt zu bekommen, wird eine hochskalierbare Cloud-Native-Service-Backend-Architektur für hohen Datendurchsatz, niedrige Latenz, hohe Reaktionsfähigkeit, Fehlertoleranz und Crash-Recovery benötigt. Und dafür wird eine neue Infrastruktur benötigt, um die Kommunikation zwischen diesen Services und den Spielservern zu managen. Vor diesem Hintergrund wird eine skalierbare Graph-Datenbank und ein Cache eingeführt, der Replication Layer. Der Spielserver ist damit allein mit der Simulation des Spiels beschäftigt und mit dem Laden der Daten über das Object Container Streaming System. Die Daten einer Spielwelt werden in zwei Datenbanken gespeichert: der Entity Graph-Datenbank eines jeweiligen Shards und der globalen Datenbank, die ihrerseits auch eine Graph-Datenbank sein kann. Hier fehlen uns aktuell noch gesicherte Informationen seitens CIG. Was eine Graph-Datenbank eigentlich ist und wofür sie eingesetzt wird, das habe ich in meinem ersten Video erklärt, wo es um die Entwicklung des Object-Container-Systems ging. Entity Graph als Nachfolger der pCache und iCache-Datenbank wird mit der Inbetriebnahme von Persistent Entity Streaming in Alpha 3.18 eingeführt. Was den Speicherplatz betrifft, so könnte eine einzige Graph-Datenbank die Daten des gesamten Spieluniversums speichern. Aber was die Rechenleistung angeht, so kann sie definitiv nicht mithalten, wenn sie eines Tages Dutzende oder Hunderte von Spielservern bedient. Zu viele Lese- und Schreibanfragen würden einen einzelnen Datenbankserver auch einer mächtigen Graph-Datenbank überfordern. Denn genau wie Spieleserver haben auch Datenbanken eine begrenzte Rechenleistung. Die Lösung? Die Aufteilung der Daten und damit die Verteilung der Rechenlast durch horizontale Skalierung der Datenbank auf mehrere Server. Etwas Ähnliches wird mit den Spielservern und das Server-Meshing gemacht. Jede Spielwelt wird also ihre eigene Entity Graph-Datenbank haben, um den einzigartigen Zustand der Spielwelt unabhängig von den anderen Spielwelten zu speichern. Die globale Datenbank wiederum ist der Nachfolger der Long-Term Persistence Datenbank, die kurz nach der Inbetriebnahme von Server Object Container Streaming eingeführt wurde. Sie besteht aktuell aus drei getrennten Datensammlungen: verstaute, also despawnte Entitäten, Kontoinformationen, hier vor allem Alpha UEC, und die Reputation. Es ist eine riesige Datensammlung für alle nicht sichtbaren Entitäten und/oder Gegenständen, die versteckt sind oder nur in Vorräten oder Behältern existieren. Aber Moment mal, warum brauchen wir eigentlich eine weitere Datenbank? Warum sind zwei Datenbanken notwendig, wenn die Graph-Datenbank so mächtig und schnell ist und eine Graph-Datenbank je Spielwelt eingesetzt ist, dann würde es doch ausreichen, nur damit zu arbeiten. Nun, der Grund für den Einsatz einer globalen Datenbank ist, dass mit ihr bestimmte Daten für alle Spielwelten zur Verfügung gestellt werden. Es existiert also nur eine globale Datenbank für alle Spielwelten, im Gegensatz zu je einer Entity Graph Datenbank für jede einzelne Spielwelt. Die globale Datenbank stellt somit sicher, dass alle Spielerschiffe, alle Gegenstände, Spielcharakter, Inventarinformationen, alle verstauten, despawnten Entitäten über alle Shards in demselben Zustand verfügbar sind, unabhängig davon, auf welchem Shard ein Spieler gerade aktiv ist. Die globale Datenbank und insbesondere Stored Items sind im Zusammenhang mit Persistent Entity Streaming sehr wichtig. Auch wenn das Ziel eine einzige Spielwelt, ein einziger Shard ist, wird es, bis das Server-Meshing die Leistung dafür bietet, immer noch mehrere Spielwelten geben. Daher müssen die Spieler zunächst in der Lage sein, sich zwischen den Spielwelten zu bewegen, was durch das Matchmaking bestimmt wird, wenn sie sich aus- und wieder einloggen. In diesem Fall müssen sich die Spielergegenstände mit unseren Spielcharakteren zwischen den Spielwelten bewegen. Und genau das ermöglicht die globale Datenbank und macht unsere Daten für alle Spielwelten zugänglich.
Das Spiel unterscheidet nun zwischen verstauten, despawnten und unverstauten, gespawnten Gegenständen. Wenn ein Gegenstand physisch in der Spielwelt existiert, ist er ein unverstauter Gegenstand und wird in der Entity Graph Datenbank dieser Spielwelt gespeichert. Wenn ein Gegenstand in einem Inventar oder einem Schiff vorhanden ist, gilt er als verstauter Gegenstand und wird in der globalen Datenbank gespeichert. Wenn also Gegenstände in ein Inventar verschoben werden, wird der zugehörige Knoten aus der Entity Graph Datenbank entfernt und es wird ein neuer Eintrag in der globalen Datenbank erstellt. Und andersherum, wird ein Gegenstand aus einem Inventar entnommen oder ein Schiff gespawnt, so wird er aus der globalen Datenbank entfernt und ein neuer Knoten in der Entity Graph Datenbank erstellt. Wir haben also jetzt gelernt, wie die Persistenz auf verteilten Servern mittels Entity Graph und globaler Datenbank überhaupt erst möglich wird und wie dadurch die Belastung der Spielserver reduziert wird. Für eine weitere Serverentlastung werden Vorgänge, die nichts direkt mit Spielern zu tun haben, in einer hochgradig abstrakten Umgebung simuliert, um ein realistisches Aktions-Reaktionssystem zu schaffen und dessen Auswirkungen von den Spielservern in der Spielwelt wiedergespiegelt werden, dem sogenannten Quantum. Und auch Quantum haben wir bereits im ersten Video kurz kennengelernt. Doch was passiert, wenn eine Graph-Datenbank abstürzt oder nicht erreichbar ist? Um den Datenverlust zu minimieren, ganz zu verhindern wird das nicht immer sein, und die Fehlertoleranz und Serviceverfügbarkeit zu erhöhen, nutzt Entity Graph die Datenbank-Replikation. Eine Teilmenge von Daten existiert nicht nur auf einem Datenbank-Shard, sondern über weitere Datenbank-Shards, die Replikas genannt werden. Damit sind die gleichen Daten auf mehreren Datenbankservern gleichzeitig vorhanden, auch Datenredundanz genannt. Das ermöglicht die Wiederherstellung der Datenbank nach einem Absturz. Wenn eine Datenbank im Shard ausfällt, können die anderen Replika im Shard trotzdem weiterarbeiten. Die ausgefallene Datenbank, das ausgefallene Replika im Shard, kann aufgesetzt werden und die Daten können auf diesem Shard wiederhergestellt werden, um sicherzustellen, dass immer genügend Replikas mit Kopien der Daten im Shard zur Verfügung stehen und keine Daten verloren gehen. Die Replikate können, je nach Betriebsszenario, auch zum Lesen verwendet werden, wodurch der mögliche Datendurchsatz steigt, da mehr Spielserveranfragen verarbeitet werden und in einer akzeptablen Reaktionszeit beantwortet werden können. Wir werden den Replication Layer, manchmal auch als Hybrid-Dienst, als Hybrid-Service bezeichnet, im kommenden Video, dem Server-Meshing-Video, noch ausführlicher behandeln. Für den Moment müssen wir nur wissen, dass es sich um einen Service handelt, der zwischen der Datenbank, den Spielservern und den Spielclients sitzt. Er kopiert alle Teile des Entity Graphs in seinen eigenen Speicher, den In-Memory Cache, der in Alpha 3.15 eingeführt wurde, um die Lade- und Netzwerkprozesse zu koordinieren. Zu Beginn, wenn es zum ersten Mal online geht, wird nur ein einziger Spielserver mit dem Replication Layer verbunden sein. Erst nachdem er getestet wurde und sich als funktionstüchtig erwiesen hat, wird die Anzahl der Spielserver im Laufe der nächsten Patches langsam erhöht, wodurch das Server-Meshing online kommt. Das zeigt, dass Persistent Entity Streaming und Server-Meshing zwei eng miteinander gekoppelte Funktionen sind und nebeneinander entwickelt werden müssen. Jetzt stellt sich nur noch eine Frage. All diese Server, Datenbanken und Dienste, all diese Bausteine dieses wahnwitzig komplexen Systems, wie kommunizieren die eigentlich miteinander? Hier kommt das von Chris Roberts in seinem Letter from the Chairman vom Mai 2022 erwähnte gRPC ins Spiel, die Remote Procedure Calls. Remote Procedure Call ist ein Software-Kommunikationsprotokoll, mit dem ein Programm einen Dienst von einem Programm auf einem anderen Computer in einem Netzwerk anfordern kann, und zwar ohne die Details des Netzwerks verstehen zu müssen. Es ist also eine Technik zum Aufbau verteilter Systeme, wie es ja hier im Falle von Star Citizen der Fall ist. RPC ermöglicht es also einem Programm auf einem Rechner, ein Unterprogramm, auch Methode, Funktion oder eben Prozedur genannt, auf einem anderen Rechner aufzurufen, ohne zu wissen, dass es gegebenenfalls gar nicht lokal vorhanden ist. RPC ist also kein festes Datentransportprotokoll, sondern eine Methode, um unabhängig von der verwendeten Kommunikationshardware und den verwendeten Protokollen oder dem verwendeten Betriebssystem Daten zu transportieren.
Das bedeutet, dass die zugrunde liegende Anwendungssoftware entworfen und geschrieben werden kann, bevor diese Datenkommunikationsentscheidungen überhaupt getroffen werden. RPC ist übrigens keine neue Technik. Seit 1976 bereits wird sie in akademischen und kommerziellen Bereichen eingesetzt. Wenn ich nun die Vorteile von RPC aufzähle, werdet ihr verstehen, warum CRG es verwendet. Es lässt viele der Protokollschichten weg, um die Leistung zu verbessern, ist also sehr performant. Es kann sowohl in einer verteilten Umgebung als auch in einer lokalen Umgebung verwendet werden. Es unterstützt prozessorientierte und thread-orientierte Modelle. Es erfordert nur minimalen Aufwand, um den Code umzuschreiben und neu zu entwickeln. Was ist aber nun das von Chris Roberts erwähnte gRPC, also gRPC? gRPC ist schlicht ein Produkt eines Unternehmens, und zwar von Google. Wobei das G in gRPC nicht etwa für Google steht, sondern für General Purpose, allgemeiner Verwendungszweck. Google hat gRPC bzw. eine Allzweck-RPC-Infrastruktur namens Stubby entwickelt, um die riesige Anzahl von Microservices in und zwischen seinen Rechenzentren zu verbinden. Dementsprechend mächtig und zuverlässig ist dieses RPC. Im Jahr 2015 entschloss sich Google, die damalige Version von Stubby als Open Source zu veröffentlichen und nannte es gRPC. Heute ist gRPC ein modernes Open-Source-Hochleistungs-Framework für Remote-Procedure-Calls, das in jeder Umgebung eingesetzt werden kann. Es kann Dienste in und zwischen Rechenzentren effizient miteinander verbinden und unterstützt Lastausgleich, Tracing, Zustandsüberprüfung und Authentifizierung durch Plugins. Es ist auch für die letzte Meile des verteilten Computings geeignet, um Geräte, mobile Anwendungen und Browser mit Backend-Diensten zu verbinden. Eingesetzt wird es unter anderem von Cisco, Juniper und Netflix. Wir wissen also jetzt, wie, mit welchem Protokoll die ganzen Services und Datenbanken weltweit miteinander kommunizieren. Und dann stolpern wir jetzt noch über den Punkt globale Persistenz. Moment, entwickelt CRG jetzt eine Persistenz in der Persistenz? Haben die komplett die Orientierung verloren? Mitnichten. Wie wir gelernt haben, bietet die Entity Graph Datenbank nun je Server einen Ort, um auf die in der Spielwelt existierenden Entitäten zuzugreifen. Aber die Spiele-Server greifen weiterhin auf die Daten der alten pCache Datenbank zu, nicht auf die neue Entity Graph Datenbank. Die Lösung bringt hier das Feature globale Persistenz, die Server-Object-Container-Streaming nun dazu bringt, den neuen Entity Graph, die globale Datenbank und den Cache im Replication Layer zu nutzen. Eine allererste Version hiervon kam mit Alpha 3.15 online und wird seitdem immer weiterentwickelt. Das Ziel der globalen Persistenz liegt auf der Hand. Die Spielserver, die in der Entity Graph Datenbank und globalen Datenbank gespeicherten Entitäts- und Inventardaten nutzen zu lassen. Da der Zustand von Entitäten langfristig erhalten bleibt, wird mehr Gameplay, das die Funktionalität von Gegenständen nutzt, die langfristig in der Spielwelt existieren, implementiert und in das Spiel eingeführt. So zum Beispiel Inventare in Alpha 3.15 und Salvage Hull Stripping in Alpha 3.18. Die globale Persistenz ist somit die Schnittstelle zwischen dem Spielserver und den Datenbanken. Während sich die Spieler durch die Spielwelt bewegen, fragt der Replication Layer bei seinem Cache oder der Entity Graph Datenbank nach, ob sich in dem Gebiet, in das sich ein Spieler hineinbewegen wird, irgendwelche Entitäten befinden. Oder ob sich Entitäten in das Gebiet eines Spielers bewegen. Verlässt der fragliche Spieler das betreffende Gebiet, wird der Entitätszustand serialisiert und an die Entity Graph Datenbank oder die globale Datenbank in Bezug auf Inventare und Schiffe gesendet, damit dieser gespeichert und persistiert wird. Und der Replication Layer kann den Zustand von Entitäten periodisch in seinem Cache aufrechterhalten, um Datenverluste bei einem Spielserverabsturz zu verhindern. Das war es jetzt aber wirklich, oder? Damit ist Persistent Entity Streaming komplett und kann, hurra, nochmal mit Alpha 3.18 online gehen? Nun, ja. Und nein, denn Cloud Imperium hat dem Service noch einiges hinzuzufügen, weshalb Persistent Entity Streaming auch mit Alpha 3.18 erst mittendrin, nicht am Ende seiner Entwicklungsreise steht. Sprechen wir als erstes über Shards.
Da die Backend-Architektur mit der Umstellung auf Server-Meshing immer komplexer wird, ist eine neue Terminologie erforderlich. Bislang wurde eine ganze Spielwelt von einem einzigen Spielserver simuliert. Unter Server-Meshing werden die Spieler nicht mehr auf einem einzelnen Spielserver spielen, stattdessen werden mehrere Spielserver eine Spielwelt simulieren. Eine Spielwelt kann und wird deshalb nicht mehr als Spielserver bezeichnet. Anstattdessen sprechen wir nun von Shards. Der Begriff Shard bezieht sich auf eine vernetzte Spielwelt als Kopie des Star Citizen-Universums. In manchen Fällen werden die Backend-Server und Dienste, die eine solche Spielwelt betreiben, auch als Teil eines Shards bezeichnet. Das langfristige, ideale Endziel, sozusagen Server-Meshing V3, ist es, dass alle Citizens auf der ganzen Welt auf einem einzigen Shard spielen, sich also alle in derselben Spielwelt befinden, in einem Single-Shard. Bis das Server-Meshing aber dazu in der Lage ist, wenn es überhaupt jemals dazu in der Lage sein wird, wird es weiterhin mehrere unabhängige Shards geben, die nebeneinander laufen, jeder mit seiner eigenen Spielwelt und seinem eigenen Zustand. Daher wird es zunächst ein Multiversum von Star Citizen-Universen geben, wobei die Wirtschaft aber über den Quanten-Wirtschaftssimulator für alle Shards berechnet wird. Das Konzept des Shards wird bereits als Teil des Persistent Entity Streamings implementiert und wird für Server-Meshing weiter ausgearbeitet. Im Hinblick auf das Server-Meshing, also die verteilten, vernetzten Server, muss CIG aber nun einen Shard-Manager entwickeln, der mit dem System des Persistent Entity Streamings funktioniert. In der Zukunft, wenn das Server-Meshing online geht, wird ein Shard nicht mehr aus einem einzigen Spielserver bestehen, sondern aus mehreren Servern und Diensten. Und all diese Server und Dienste müssen irgendwo verwaltet werden. Der Shard Manager wird aber nicht nur für die Verwaltung dieser Serverknoten und Dienste verantwortlich sein, sondern auch für die Initialisierung und den Start jedes neuen Shards und die Herstellung von Netzwerkverbindungen zwischen den Diensten und Serverknoten. Außerdem wird durch den Shard Manager im Rahmen eines solchen Shard Starts die Entity Graph Datenbank mit dem Anfangszustand des Universums geimpft, eine Art Urknall für jedes dedizierte Star Citizen-Universum, wodurch eine neue Spielwelt entsteht und diese neue Spielwelt abschließend beim Matchmaking-Service registriert wird, damit Spieler diesem Shard beitreten können. Okay, verstanden, aber Moment mal, wenn ich jetzt auf Shard A bin und zu meinen Freunden oder meiner Orga dazustoßen möchte, die auf Shard B oder C oder Z sind, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Da es einen großen Zeitraum geben wird, in dem noch mehrere Spielwelten nebeneinander existieren, müssen die Spieler in die Lage gebracht werden, sich mitsamt ihren Gegenständen zwischen den Shards bewegen zu können. Zur Realisierung dessen werden die neuen Datenbanken Entity Graph und Globale Datenbank genutzt. Zur Erinnerung, Gegenstände, die physisch als Entitäten in der Spielwelt existieren, befinden sich in der Entity Graph Datenbank. Alle Inhalte des Inventars, despawnte Entitäten, verstaute Schiffe und Fahrzeuge werden in der globalen Datenbank gespeichert. Wenn sich Spieler nun ausloggen und wieder anmelden und versuchen, dem PU beizutreten, weist der Matchmaking-Dienst den Spieler einem Shard zu. Wenn dieser Shard ein anderer ist als der, auf dem der Spieler zuvor gespielt hat, werden der Spieler seine Gegenstände und Schiffe aus dem Entity Graph des ersten Shards in den Entity Graph des zweiten Shards verschoben. In Alpha 3.18 wird dies allerdings nur für verstaute, für despawnte Gegenstände gelten, da diese nicht im Entity Graph, sondern in der globalen Datenbank gespeichert sind. Warum ist das so? Nun, die Daten in der globalen Datenbank müssen nicht migriert werden, da sie bereits Shard-unabhängig sind, das heißt von allen Shards verfügbar. Der Ansatz mit der Entity Graph Datenbank, die ja individuell einer Spielwelt zugewiesen ist, das befindet sich noch in Entwicklung. Weshalb voraussichtlich bis auf Weiteres nicht zwischen Spielwelten, also zwischen Entity Graph, direkt hin und her verschoben werden können. Darüber hinaus hat CRG über Ideen gesprochen, wie Landclaims, Landansprüche und Spielerbasen im Multiversum gehandhabt werden können. Sie erklärten, dass Spielerbasen in allen Spielwelten existieren würden, aber in einem inaktiven Zustand seien, außer auf dem Shard, auf dem der Besitzer gerade aktiv spielt. Die exakte Vorgehensweise dafür ist aber noch offen.
Damit das Server-Meshing online gehen kann, muss es einen Manager für alle Server und Dienste eines Shards geben. Und das wird die Aufgabe des Fleet-Managers sein, des Flotten-Managers. Es ist aktuell unklar, ob er ein separater Service oder Teil des Shard-Managers sein wird. Der Fleet-Manager wird Dienste und Server starten und stoppen, zunächst statisch und später dann dynamisch unter Dynamic Server Meshing. Ihr vermisst jetzt die Erwähnung eurer Schiffe in Verbindung mit dem Fleet-Manager. Das ist so, wie gerade erklärt, weil der Fleet-Manager nicht die Flotten eurer Schiffe, sondern die Flotten der Server und Dienste handhabt. Beim Server-Meshing, bei dem mehrere Spielserver dieselbe Spielwelt, die nur aus Daten besteht, berechnen, müssen diese Spielserver dieselben Daten gemeinsam nutzen und darauf zugreifen. Diese Daten, obwohl von mehreren Servern genutzt, dürfen aber nicht von mehreren Spielservern gleichzeitig berechnet werden, müssen aber für alle Spielserver zugänglich gemacht werden. Die Lösung dazu klingt zuerst, ihr ahnt es, recht trivial. Legt alles in einem eigenen Dienst ab, auf den alle Spielserver zugreifen können. Aber rufen wir uns einmal in Erinnerung, was es eigentlich alles so für Services gibt, die Star Citizen zum Leben erwecken. Das Matchmaking, der Login-Flow, Air Traffic Control, NPC Character Creation, NPC Scheduler, KI Infoservice, NPC Tracker, Reputations- und Orgasystem, Reward Service, Quantum Wirtschaftssimulation und damit verbundene virtuelle KI-Services, sämtliche Subsumption-Services und vieles mehr. Der Code und Logik all dieser Dienste, die bislang von mehreren Spielservern verwendet wurden, müssen nun herausgelöst und separiert werden, damit sie von jeweils einem eigenen Server, nicht von den Spielservern, ausgeführt werden. Und das ist nicht so einfach möglich, weshalb davon einige dieser Dienste sogar komplett neu entwickelt werden müssen. Auch über die Server Crash Recovery und Client Reconnects sprachen wir bereits, die nun im Hinblick auf das Server-Meshing im Rahmen des Persistent Entity Streamings und seiner zugrunde liegenden Server, Datenbanken und Kommunikationsstrukturen neu entwickelt werden müssen. Denn insbesondere bei der Vernetzung von Servern muss CRG in der Lage sein, einzelne Server neu zu starten, anstatt das gesamte vernetzte System neu zu starten, was im Grunde alle Server wären, wenn nur ein einziger Server ausfiele. Hierfür werden zukünftig die im Entity Graph gespeicherten Daten genutzt, um einzelne abgestürzte Spielserver wiederherzustellen und es den Spielern zu ermöglichen, mit minimaler Unterbrechung und kaum einem Verlust von Spielerfortschritten und Gegenständen weiterzuspielen, während der Replication Layer während dieses Vorgangs die Client-Verbindungen der Spieler aufrechterhält. Wuff, jetzt kommen wir zum abschließenden Punkt des heutigen Videos. Den Serverknoten und da brauche ich noch einmal all eure Aufmerksamkeit. Da die Backend-Architektur mit der Umstellung auf Server-Meshing immer komplexer wird, ist eine neue Terminologie erforderlich. Ein einzelner Spielserver wird nicht die gesamte Spielwelt simulieren, sobald Server-Meshing online ist. Die Lösung hier lautet Server-Nodes, Serverknoten. Und sie sind die Voraussetzung für das Server-Meshing. Die Spielserver werden dabei zu einem horizontal skalierbaren Dienst. Das heißt, mehrere Spielserver können parallel nebeneinander laufen und dieselbe Spielwelt, denselben Shard simulieren, beziehungsweise jeder Server einen eigenen Teil dieser Spielwelt, dieses Shards. Dennoch sind sie immer noch dedizierte Spielserver. Sie sind nach wie vor dafür zuständig, ihren Teil der Spielwelt zu simulieren, die Aktionen der Spieler auszuführen und die KI zu berechnen. Der Unterschied besteht darin, dass ein bestimmter Serverknoten jetzt nur noch einen Teil der Spielwelt darstellen kann und nicht mehr die gesamte Spielwelt. Somit verstehen wir, dass es viele Serverknoten geben wird, die dieselbe Spielwelt berechnen. Der Begriff Serverknoten verdeutlicht, dass es sich um einen von vielen Spielservern in einem viel größeren Netzwerk handelt und dass diese Knoten für die Arbeit in diesem Netzwerk eingerichtet wurden. Um zu vermeiden, dass mehrere Serverknoten auf dieselben Entitäten zugreifen, beziehungsweise andersherum, um festzustellen, welcher Serverknoten welchen Teil der Spielwelt berechnet, wird einem Serverknoten die Autorität über Entitäten in einem Teil der Spielwelt zugewiesen. Und diese Autoritätszuweisung für den Zugriff und die Berechnung von Entitäten, das wird durch einen Dienst namens Atlas durchgeführt.
Die Code-Logik ist als Entity Authority bekannt, als Entitätsautorität. Und die führt dann die richtige Aktion auf dem Server aus, je nachdem, ob dieser Server die Autorität hat oder nicht. Oder im Begriff ist, die Autorität zu gewinnen oder zu verlieren, wenn die Autorität übertragen wird an einen anderen Serverknoten und die Entitäten anschließend dann entsprechend von einem anderen Serverknoten simuliert werden. So, das war viel und damit wären wir jetzt am Ende des zweiten Teils dieses Star Citizen Tech Deep Dives. Wir verstehen nun, dass Persistent Entity Streaming, das ja mit Alpha 3.18 online gehen und die Spielwelt bunt und toll machen soll, nicht einfach ein kleines Programm ist, das mal eben ausgerollt wird. Wir verstehen, warum Alpha 3.18 ein Kernpatch in der Entwicklung von Star Citizen ist und warum die Testphase so lange dauert und es zu vielen Fehlern kommt. Persistent Entity Streaming ist, nach dem Object Container Streaming System, ein weiteres, hochkomplexes Konstrukt verschiedenster Logiken, Systeme, Datenbanken und Servern. Und es lässt euch, uns, nun vielleicht auch eine Idee darüber bekommen, warum es eine große Kraftanstrengung ist und absolut alles andere als einfach, das persistente Streamen von Entitäten, das Persistent Entity Streaming aufzusetzen und zum Laufen zu kriegen, auf dem Weg zum ganz großen Ziel, dem Server-Meshing. Was das ist, was es bedeutet, welche Herausforderungen mit diesem vorläufigen Endgegner auf CIG warten, das erfahrt ihr im dritten Teil dieser Videoreihe.